Willkommen beim Mumitzer-Talk. Wichtig sind die, über die man selten spricht. Dein Hintergrund-Podcast mit mir, Hannah. Wow. Hi, hier ist eure Hannah und willkommen beim OBZ-Talk. Heute mal mit einer ganz besonderen Folge. Kürzlich war ich beim Dreh der ersten Verfilmung aus dem Soul Atlas Universe, dessen Veröffentlichung für 2024 geplant ist. Das von Jonas David erdachte und auch geschriebene Soul Atlas Universe erhält neben den Audiobooks jetzt die ersten drei Kurzfilme für die ganz große Leinwand sogar. Ich war zu Besuch am Set der internationalen Produktion und dessen erster Film wird gerade in Deutschland gedreht. Am Set konnte ich mich mit super vielen interessanten Leuten hinter den Kulissen unterhalten und einige Fragen für euch stellen. Für mich war es tatsächlich das erste Mal, dass ich überhaupt an einem Filmset war und ich war auch wirklich von Sekunde 1 direkt beeindruckt, wie gut tatsächlich alles organisiert ist. Alle waren unglaublich beschäftigt, aber gleichzeitig trotzdem super freundlich. Da war ein großes Zelt aufgebaut und da wurden vor allem Requisiten aufgestellt und überall waren Kabel verlegt für die ganze Technik, also so ein super Kabelsalat. Gleich zu Beginn durfte ich direkt am Set ein Gespräch führen mit dem Autor und Regisseur Jonas David. Hallo, ich bin der Jonas David. Ich mache Regie bei dem Film Leilani. Und was bedeutet das Projekt für dich? Das ist der erste der drei Filme, die wir machen möchten, als eine Trilogie für das Soul Atlas Universum, das wir vor 2 Jahren aus dem Boden gestampft haben. Genau, und wir hatten schon mal einen kleinen cinematischen sozusagen Beitrag, aber das war eine kleinere Sache, kleineres Team, so 10 Leute oder so waren beteiligt. 2 Minuten hinterher ist rausgekommen. Und das ist jetzt die erste größere, also eine wirkliche fertige Geschichte sozusagen. Wie viele Leute seid ihr jetzt? Wir sind jetzt am Set, am Tag, wo die meisten Leute da sein werden, sind wir am Set wahrscheinlich so 55 Leute. Aber schon eine Menge. Ja. Ist es dadurch anstrengender oder ist es eher weniger anstrengend? Immer sowohl als auch. das Ding ist, wenn man genug Leute hat in den richtigen Stellen, dann geht es tendenziell schneller. Natürlich, im großen Team geht es immer langsam. Man kann bloß verhindern, dass es noch langsamer geht. Das ist paradox. Also man kann verhindern, dass es noch langsamer geht, als es gehen könnte, wenn man halt das Team größer hat, weil das, was man sich vorgenommen hat, halt so groß ist, könntest du es nicht mit einem kleinen Team machen. Deswegen machst du es mit einem großen Team, aber ein großes Team ist immer langsam. Aber wenn du es mit einem kleinen Team machen würdest, würde es ewig dauern. Verstehst du, was ich meine? Ja, verstehe. Das ist komisch. Aber ja. Und das Team hast du zusammengestellt? Oder? Ja, und Michael und Robin und alle Leute in der Produktion, auch wenn wir unsere Head of Departments dann eingeladen hatten ins Team, haben die auch nochmal ihre eigenen Leute ein bisschen mit dazugeholt und so weiter. Und genau. Also das und jetzt hast du auf jeden Fall das geeignete Team, würdest du sagen. Ja, absolut. Ja. Und jeder macht seine Aufgaben und macht die auch gerne. Ja, das hoffe ich. Das hoffe ich. Ich hoffe, ich zwinge jetzt niemanden zu irgendwas. Es würde mich sehr wundern, es kriegt ja keiner Geld dafür. Das ist auch, ja. Ich freue mich schon darauf, wenn das Projekt so viel abwirft, dass man auch wirklich all diese Leute, die eigentlich auch professionell arbeiten zwischen diesem Projekt und halt anderen, dass wir sie halt auch vernünftig dafür bezahlen können und so weiter. Das ist auch eins unserer ersten Schritte in diese Richtung und wir hoffen natürlich, dass es wenig Schritte braucht. Aber ja, genau. Ja, mit Sicherheit. Und was denkst du jetzt gerade heute an dem Tag, an diesem Drehtag? Wie es läuft oder wie was? Einfach was du denkst. Über das Projekt, ob so ist, wie du... Ich bin sehr nervös. Nervös, warum? Wir haben 5 Drehtage und wir müssen jeden Tag perfekt absolvieren. Wenn wir an einem Tag was nicht hinkriegen, dann funktioniert der Film nicht. Und wenn wir über die Zeit gehen, dann kriegen wir die Shots nicht, die wir kriegen, weil wir müssen definitiv genug Schlaf bekommen, sonst werden alle anderen Tage danach absolut höllisch. Und die Crew wird da auch nicht mitmachen. Das heißt, wir sind im Prinzip jeden Tag unter Stress, dass wir das wirklich alles immer perfekt hinkriegen müssen. Und das ist schon sehr anstrengend. Das glaube ich sofort. Hat das dann bisher gut geklappt? Bis jetzt gut, aber es ist auch gerade erst der zweite Tag. Ja, da ist man also, noch ein bisschen... Ja. Aber denkst du denn, da könnte was schieflaufen? Oder? Ja, absolut. Ach, alles Mögliche könnte schieflaufen. Wir haben auch schon... Also rechnest du schon quasi damit? Ja. Wir haben auch schon 10 Sachen gedodged. Also es ist auch alles Mögliche schon beinahe schiefgelaufen. Es ist halt, das ist halt das Ding, wenn man so viele
Das ist einer der Gründe, warum ich Fantasy sehr gern mag. Du hast sehr viele Bereiche, die du bei einem etwas mehr temporären Film zum Beispiel nicht hast. Mhm. Kostüms, Props, Set-Design und so weiter und so fort. Das ist normalerweise alles ein kleines bisschen lockerer und so weiter. Wenn man natürlich so viel Aufwand treibt jedes Mal, dann fügt man natürlich auch mehr Komponenten hinzu, die dann einen Failure-Mode haben können. Das heißt, dann vergisst einer die Props, dann fehlt was vom Kostüm da, ist das Set zu spät und so weiter und so fort. Zum Glücklicherweise hat das jetzt alles ziemlich gut funktioniert bis jetzt. Ich glaube, unsere größten Schwierigkeiten werden wir auch kriegen am dritten und vierten Drehtag, insbesondere am vierten, weil wir einfach super viele Shots haben, nachts draußen auf einer Wiese, nachdem es oder während es regnet. Und es wird einfach super kalt sein, wir werden eine Kampfchoreografie haben und wir werden mit einem kleinen Kind drehen und es ist halt im Prinzip krass. Ja, ich wollte gerade sagen, klingt nach harter Arbeit. Ja, das wird's tough. Ja, aber... Ja. Danach schlafe ich erstmal eine Woche. Erstmal eine Woche durchschlafen. Ja. Habt ihr euch dann auch alle gut verdient. Das, ja, wenn wir das schaffen, dann ja. Möchtest du noch gerne was sagen, was dir gerade auf dem Herzen liegt? Über den Dreh, über das Projekt, über dein Team. Ich bin, das vielleicht nochmal wert zu sagen, ich bin sehr glücklich mit dem Team, mit dem Cast und mit der Crew. Bis jetzt, was ich gesehen habe, sowohl von den Schauspielern inklusive den Kleinen und halt die Professionalität, die zum Beispiel vom Kamera und Licht und Set-Design, Prop-Team, Kostüm-Team allen an den Tag gelegt wird, ist halt deswegen funktioniert das hier, sonst würden wir alle, würde das hier zusammenklappen wie so ein Kartenhaus. Und ich, glücklicherweise sind jetzt Leute generell kommen auf mich zu, wenn sie dieses Drehbuch lesen und sagen, dass sie das super toll finden. Und deswegen fühle ich mich ein bisschen besser dabei, dass wir halt jetzt diesen riesigen Aufwand machen, dass halt hinterher sozusagen die Basis anscheinend okay war. So, wenn das alles halt, wenn wir das jetzt richtig hinkriegen und das alles gut umgesetzt wird und so, dann könnte das halt ein richtig guter Meilenstein werden für Soletis, für das Projekt, mit dem wir dann hoffentlich weitere Sachen finanzieren können. Und dann auch alle Leute, die jetzt hier beteiligt sind, entlohnen können, so wie sich das gehört. Beeindruckend empfand ich auch, wie entspannt das ganze Team überhaupt relativ war, trotz der super schlechten Wetterbedingungen. Neben dem mega starken Wind gab es sogar am Vortag Regen. Und da habe ich mir schon die Frage gestellt, wie das überhaupt mit den ganzen technischen Dingen abläuft und wie funktionieren überhaupt Soundaufnahmen, während es halt den ganzen Tag regnet. Bei meinen Beobachtungen kam auch einiges an Panik in mir hoch. Da oben auf der Burg war der Wind super heftig. Und man hatte die ganze Zeit eigentlich Angst, dass Equipment umkippt oder dass es sogar wegfliegt. Aber es waren in der Crew alle mega fokussiert, dass einfach nichts schief gehen konnte. Das war zumindest mein Eindruck. Oft stellt man sich so einen Dreh total einfach vor. Aber das ist wirklich absolut nicht der Fall. Also es arbeiten alle mega hart und super konzentriert. Um über den Sound und die Soundaufnahmen und den ganzen technischen Dingen, vor allem bei schlechtem Wetter, zu erfahren, konnte ich mich kurz mit Stefan und Adrianos aus der Crew unterhalten. Ja, also ich bin der Stefan, ich bin tontechnischer Assistent hier hauptsächlich und zum Aufgabenbereich gehört eigentlich dazu, Hauptsache an der Angel oder an einem Mikrofon mit einem langen Stab so gesehen, die Schritte aufzunehmen, was gesprochen wird, Leute zu verkabeln und alles, was eigentlich mit Sound zu tun hat. Ich bin Adrianos, ich mache auch Tonassistent und hauptsächlich Boom Operator, also Angeln und ja. Und macht ihr eure Aufgabe gerne? Definitiv. Das war eine kurze, knackige Antwort. Also ohne vernünftigen Sound läuft halt am Filmset nichts. So, wenn man keinen Referent, wenn die Postproduktion keinen Referenzsound hat, dann schlagen die sich die Köpfe ein. Also die können dann nicht vernünftig arbeiten. Und ich finde, was man am Set mit Mikrofon direkt aufnehmen kann, ist einfach authentischer und bringt dem Zuschauer auch ein deutlich authentischeres Erlebnis. Es ist deutlich immersiver, als wenn man Sound im Nachhinein hinzufügen muss, was das Ganze ein bisschen bearbeitet klingen lässt, was ich nicht so gerne mag, weswegen ich den Job als Boom Operator und hier als Tontechnischer Assistent definitiv feiere. Boom Operator ist auf jeden Fall ein anstrengender, aber auch vielseitiger Job, in dem man viele Bereiche auch kennenlernt und vielleicht auch an seine Grenzen stößt teilweise und mit seiner Umgebung zu hantieren lernt, was Sound angeht und vor allem was Mikrofone und die Geräusche, die Menschen machen, wenn sie sich bewegen, angeht.
Also ihr habt ja schon eine wirklich ziemlich wichtige Aufgabe auch eben hier, damit die ganze Produktion auch läuft. Würdet ihr denn sagen, dass ihr auch die dementsprechende Anerkennung immer kriegt in jedem Fall? Oder? Nein. vieles von dem, was wir machen, kann theoretisch, streng genommen kann alles, was wir machen, ersetzt werden, blöd gesagt. Ein sehr guter Tonmeister ist in der Lage und Sounddesigner ist in der Lage, den Sound, den wir aufnehmen, im Nachhinein zu verbessern und oder bearbeiten zu, in der Lage zu bearbeiten oder sogar komplett zu ersetzen. Natürlich, wenn zum Beispiel eine Szene in einem Horrorfilm gedreht wird, wo jemandem der Kopf gebrochen wird oder die Schädeldecke eingeschlagen wird, können wir schlecht originalen Sound aufnehmen, weil wir nicht wirklich eine Schädeldecke gerade brechen. Tatsächlich nicht, nein. Auch wenn manche Leute das denken. Nein, Spaß beiseite. Das muss dann tatsächlich ein Sounddesigner machen und in genau solchen Fällen ist es auch wichtig. Aber das ist reine Präferenz, ob man jetzt Mikrofon-Sound on-set feiert oder dann doch Mikrofon oder im Nachhinein bearbeiteten Sound eher in seinem Film haben möchte. Das kommt ganz auf den Director an, das kommt ganz auf Sounddesign an, das kommt ganz auf die Umstände an. Bei Feel Wind zum Beispiel geht das auch einfach nicht immer. Wenn man mit Ton anfängt, dann wird einem eigentlich immer gesagt, wenn der Ton gut ist, ist das vorausgesetzt, wenn der Ton schlecht ist, ist es auf jeden Fall deine Schuld. Und so kann man das ganz gut zusammenfassen, da guter Ton als einfach eine Voraussetzung angesehen wird, als etwas, was immer da ist und immer da sein soll. Wobei sich wenige Leute damit befassen, was es bedeutet, guten Ton zu produzieren und welche Hürden es dabei gibt. Zusammengefasst verdeutlicht es wirklich, wie wichtig alle Positionen an einem Filmset sind. Genauso wichtig sind natürlich auch Make-up und Kostüme. Im Bereich, wo die Schauspieler und Schauspielerinnen für die Produktion zurechtgemacht wurden, konnte ich unter anderem ein Gespräch mit der leitenden Kostümbildnerin Lena führen. Ich bin Lena und ich mache hier das Kostüm. Oder bin die leitende Kostümbildnerin. Und wie denkst du jetzt selbst über deine bisherige Arbeit hier? Ich muss sagen, ich bin ganz zufrieden, vor allem in Anbetracht der wenigen Zeit, die da war. Und der Möglichkeiten. Und muss dazu sagen, es ist ja auch nicht meine Hauptbeschäftigung. Ich studiere nebenbei eigentlich und das ist irgendwie, muss halt gucken, dass man die Zeit zwischen Studium und eben der Freizeit oder halt zuletzt das jetzt irgendwie aufteilt, sodass nichts zu kurz kommt. Und aber... Und wie viel Zeit waren jetzt für die Kostüme? Oh, das kann ich überhaupt nicht sagen. Ungefähr? Pi mal Daumen? Oh, viel. Also ich habe die Kostüme ja auch nicht komplett alleine umgesetzt. Ich hatte ja ein kleines Team. Ich hatte 2 Leute, die mir ursprünglich geholfen haben und jetzt zum Schluss sind noch viel mehr Leute eingesprungen, haben mit Kleinigkeiten geholfen. Insgesamt stecken bestimmt über 500 Arbeitsstunden drin, so von allen zusammengenommen. Und wie viel Zeit hättest du idealerweise gebraucht am liebsten? Es kommt halt immer darauf an, wie man das betrachtet. Also diese 500 Arbeitsstunden, das ist halt alles, das ist halt wirklich alles. Also vom Umsetzungsprozess. Das ist auch einfach durch Secondhand-Läden gehen, ganz viel stöbern. Das ist aber auch zusammensitzen in Meetings und überlegen, okay, wie können wir das jetzt umsetzen? Welche Möglichkeiten haben wir mit unseren begrenzten Mitteln? Auch solche Arbeitsstunden fließen da natürlich rein und die sind natürlich weniger stressig, als eine Woche vorm Dreh noch irgendwelche Kostümteile zu suchen oder jetzt morgens vorm Dreh noch irgendein Teil fertig zu patinieren. Aber es sind trotzdem natürlich so eine Stunde Meeting, obwohl da jetzt vielleicht nicht so viel umgesetzt wird oder so viel passiert, ist natürlich von der Zeit her die gleiche Stunde, die man dann morgens versucht, noch irgendwas fertig zu machen. Wäre natürlich mit, keine Ahnung, so 800 bis 1000 Stunden wesentlich entspannter gewesen und man hätte vielleicht für manche Sachen noch elegantere Lösungen finden können, sagen wir so, und wahrscheinlich wäre noch ein bisschen mehr Schlaf drin gewesen. Aber du bist zufrieden? Ich bin sehr zufrieden. Die Vorarbeit, die geleistet wurde, war auch einfach, es war einfach viel Vorarbeit, was auch drin gesteckt hat. Und ich denke, das sieht man auch, dass wir viele Gedanken reingesteckt haben. Würdest du sagen, die Vorarbeit war tendenziell wesentlich stressiger als die Arbeit jetzt hier vor Ort dann nochmal? Oder gleicht sich das wieder aus? Also Vorarbeit ist ja einmal der Designprozess, wo auch sehr viel Zeit reingeflossen wurde. Es war einfach ein größerer Zeitraum, den wir dafür hatten, als jetzt die richtige Vorproduktion quasi, wo wir die Kostüme umgesetzt haben.
Die Umsetzung der Kostüme war definitiv der stressigste Teil. Jetzt die Arbeit am Set selber, also die Fortproduktion vom Designprozess, die ist einfach ein längerer Zeitraum, deswegen war es nicht so stressig. Aber jetzt am Ende die Umsetzung war halt super stressig. Die Arbeit selber am Set, die ist dann meistens auch okay, weil da weiß man genau, was man wann machen muss. Das sind einfach immer nur sehr lange Tage, weshalb es vor allem gegen Ende, besonders wenn es Nachtdrehs sind, einfach immer super, super anstrengend wird. Vor allem, wenn dann auch noch Kleinigkeiten fertig gemacht werden müssen, wo man jetzt nicht so lange schlafen kann. Aber hat sich auf jeden Fall gelohnt und Schlafmangel hat man auf jeden Fall nicht an den Kostümen gesehen, weil die sehen echt super aus. Dankeschön, das ist beruhigend, dass man nichts sieht. Auch mit Friseurmeisterin Miriam konnte ich ebenfalls ein kurzes Gespräch führen und wir hatten sogar direkt was gemeinsam. Hi, ich bin Mary, ich bin Friseurmeisterin und bin hier am Set für Hair und Make-up zuständig. Und heute ist dein erster Tag oder gestern? Gestern schon. Und deine erste Produktion, dein erstes Projekt, an dem du so mitwirkst? Ja. Und was hast du vorher sonst gemacht? Im Salon einfach gearbeitet als Friseurmeisterin. Und würdest du jetzt sagen, das ist stresspegelmäßig? Ganz anders. Ganz anders. Also wir haben gestern von 16 Uhr bis 3 Uhr nachts gedreht. Das ist natürlich ganz anders, als wenn man im Salon 9 Stunden oder 10 Stunden da steht. Ja, man arbeitet anders. Es ist vom Stress her, ja, es macht sehr viel Spaß. Ich habe so viele Leute jetzt hier schon kennengelernt. Also das ist richtig cool. Man lernt viel, da man halt einfach mit den unterschiedlichsten Menschen zusammen ja, arbeiten muss auch und kann. Das also cool. Der Stress lohnt sich. Mal mehr, mal weniger. Man hat immer so Hoch und Tiefs, ne? Aber das hat man ja im Alltag auch. Es ist viel individueller hier zu arbeiten. Also es macht sehr viel Spaß. Ist dir denn hier schon so ein kleiner Patzer oder sowas vielleicht passiert? Ach ja, also eben war mit dem Make-up schwierig. Man muss es halt 1:1 machen, wie halt gestern am Drehtag. Und da es ja jetzt mein erstes Mal ist, war es ein bisschen schwierig, das hinzubekommen. Dann hat die Darstellerin auch mal kurz selber Hand angelegt. Habe ich dann auch gedacht, okay. Aber man hilft sich, wenn man helfen kann, ne? Irgendwie. Auch Friseurmeister Alexander konnte ich einige Einblicke vor Ort entlocken, wo die Unterschiede liegen und wie man sich eben vorbereitet, falls Katastrophen androhen. Ja, ich bin Alexander, ich bin Friseurmeister und bin hier für die Herren zuständig, die richtig zu frisieren, die Bärte zu stylen und die ganze Vorarbeit dazu zu machen. Was würdest du sagen, ist besonders schwierig für dich bei der Aufgabe da hier an so einem? Sagen wir mal, die Aufgabe hier vor Ort unterscheidet sich nicht großartig zu der Sache, was man im Laden auch macht. Es ist nur sehr viel Vorarbeit. Man kriegt sehr viele Fotos zugeschickt, Sets. Wie soll was aussehen? Wo soll die Schminke hin? Wie soll der Bart aussehen? Wie sieht derjenige jetzt aus, der Künstler, sage ich jetzt mal? Und das abzustimmen, ist halt meistens sehr schwierig und es ist ein riesiger Unterschied zwischen dem, was soll gemacht werden und was ist gerade da. So, und das ist, ich sag mal, das Schwierige. Vor Ort, ja, ich sag mal, Routine macht es, glaube ich. Und es wird dadurch immer einfacher, aber jetzt großartig schwierig, würde ich sagen, ist diese Vorplanung. Alles zu organisieren, alles mitzubringen. Und vor Ort ist es, man muss sich eingrooven. Also würdest du sagen, nimmt man sich schon so durch die ganze Vorarbeit ein bisschen die Sorgen, die man vor genau. potenziellen Patzern haben richtig, könnte? Richtig. Also was darüber machst du dir keine Sorgen? Nee, wenig. Also vor Ort, klar, kann viel schief gehen. Wir hoffen immer alle, dass, ich sag mal, in der Make-up oder bei den Haaren auch, dass es nicht regnet. Weil das verstehe. Ist tot. Der schöne Wind heute natürlich. Genau, der Wind geht aber noch. Ne? Das ist halt nicht wie... Wenn man jemanden draußen sieht, da werden die Haare wirklich zu betoniert hier, damit es auch lange, lange hält. Verstehe. Also würdest du sagen, das Schlimmste, was bei sowas passieren kann, irgendwie draußen, ist dann Regen, oder? Richtig. Regen oder jemand stürzt oder ja, jemand... Das ist so in jedem Fall schlimm. Genau, aber sonst, Regen ist somit das Schlimmste. Starker Wind natürlich auch, aber sonst kann da eigentlich selten was passieren. Aber ist bisher alles glatt gelaufen, trotz genau. des etwas windigen... Ja, gestern und heute ist alles glatt gelaufen
Und ja, alles, also muss man sagen, also es gibt eigentlich nichts, was großartig schief laufen kann, wenn man weiß, was man macht. Und ist das vielleicht manchmal ein bisschen schwierig, wenn man da ein bisschen perfektionistisch vielleicht ist, weil wann ist es, wollte ich gerade sagen, genau, wann ist es denn jetzt perfekt, so diese Frisur? Ja. Also von dem Gedanken perfekt, was für jemand selber perfekt ist, muss man sich ja ganz schnell trennen. So, weil man kriegt ja Vorlagen, wie es gemacht werden soll. Und dann geht es ja nochmal zur Abnahme vom Regisseur, dass es auch richtig gut aussieht. Und da muss man halt hin und wieder mal ein bisschen nacharbeiten. Aber das ist, mein Gott, das ist unser Beruf. Also bist du zufrieden? Ja, total. Mit allem bisher? Ja, ja. Und was denkst du über alles, was du jetzt hier bisher erlebt hast und geleistet hast? Interessante Erfahrung. Man lernt viele neue Leute kennen. Man darf mit denen arbeiten. Das ist super. Ja, und man lernt im Leben halt nie aus und bessere Erfahrungen gibt es nicht. Wie ihr jetzt hören konntet, ist so ein Filmdreh wirklich super aufwendig. Ich hatte aber auch den Eindruck, dass wirklich jeder das liebt, was er gerade tut, auch wenn es wirklich nicht immer ganz einfach ist. Ich bedanke mich bei der gesamten Crew und auch bei den Schauspielern für die Einladung und die Gastfreundschaft. Für mich wirklich ein unvergesslicher Tag mit super vielen unterschiedlichen und interessanten Einblicken. Und falls ihr mehr über das Projekt Soul Atlas erfahren möchtet, findet ihr alle Links unten in der Beschreibung. Dort findet ihr auch die Links zu Lena, Miriam, Stefan, Adrianos, Alexander und Regisseur Jonas David. Lasst gerne ein Like da und schreibt gerne einen Kommentar, um weitere Folgen nicht zu verpassen. Könnt ihr uns gerne bei YouTube oder Spotify abonnieren. Wir würden uns auf jeden Fall freuen und bis ganz bald. Eure Hannah.